Hallo liebe Bohnenfreunde, es ist heute der 24. August und ich möchte euch hier in diesem Video zeigen, wie es den Kreisbohnen auf dem Weltacker Adiswil inzwischen geht. Ihr seht hier das Kreisfeld, der ganze Bitz, den ihr ja kennt vom letzten Video. Hier ganz rechts hat es Sojabohnen von Korea. Die sind gewachsen, haben aber bis jetzt noch keine Blüten. Ich bin gespannt, ob das in unserem Klima noch kommt. Dann kommen dort die verschiedenen Bohnensorten von Landshut, die sehr schön am Wachsen sind. So in der Mitte der Block mit den Kreisbohnen. Und ganz links seht ihr eine Insektenweide mit verschiedenen Blumen und Gründüngung. Hier in der Mitte ist der Kreisbitz. Hier haben wir zwei Blöcke, wo wir je die gleichen sechs Bohnensorten dreimal ausgesät haben. Der eine Block ist hier links und der andere Block hier rechts. Bei beiden Blöcken ist es so, dass drei von den sechs Sorten noch stehen und am Wachsen sind und drei Sorten eingegangen sind. Die beiden Buschbohnen, die wir getestet haben, die sind auf beiden Blöcken eingegangen und das, was noch am Wachsen ist, sind Stangenbohnen, wie ihr hier seht. Weil eben auch Sorten eingegangen sind, haben wir dann zwischen den Bohnen noch etwas Gründüngung ausgesät. Hier seht ihr die Stangenbohnen B und mit deren möchte ich euch das erste, was wir in den letzten Wochen für den Kreis dokumentiert haben, erklären. Und zwar, an dieser hier hat es noch verschiedene Blüten. Mal schauen, wo man es am besten sieht. Zum Beispiel hier. Und da haben wir von jeder Bohnensorte Fotos gemacht. Von den Blüten und die Farbe bestimmen. Es ist so, dass eine Bohnenblüte dreiteilig ist. Ständer und Fahne sind ja Schmetterlingsblüten. Und da haben wir in der App eigentlich für die beiden Teile jede Farbe eingegeben. Das ist meistens die gleiche. Hier wäre es jetzt weiss. Es könnte aber in ganz seltenen Fällen auch sein, dass es unterschiedlich wäre. Also das ist etwas, was wir dokumentiert haben. Und dann weiter, hier sind sie jetzt noch nicht so weit, aber bei den Bohnen, die schon Hülsen haben, haben wir die Hülsenkrümmung dokumentiert. Das kann ich euch hier auch nicht zeigen. Zum Beispiel bei dieser Stangenbohne sieht man das gut. Dann haben wir auch wieder mit den Farbkarten im Hintergrund Fotos gemacht. Ihr seht zum Beispiel diese Hülse von dieser Pflanze, die haben immer eine leichte Krümmung. Also es wird jetzt gekrümmt. Währenddem, dass zum Beispiel bei dieser Stangenbohne hier so ist, dass hier die Bohnen, die sind gerade, wie ihr seht. Das haben wir für den Kreis dokumentiert. Und was er heute machen wird, ist, dass er die Spitze der Bohnenpflanze fotografieren und schauen, dass wo ganz zoberst wächst. Da ist es im Wind und man sieht es nicht so gut. Einfach geht es an einem anderen Ort gäbiger. So, ich glaube, hier sehen wir es besser. Genau, das wird Fotos machen von allen Spitzen von der Pflanze und schauen, ist es determiniert oder undeterminiert. Determiniert wird heissen, dass das, wo du ganz zu oberst am Wachsen ist, dass es eine Blüte gibt, undeterminiert, dass es ein Blatt wird. Du gehst davon aus, dass es eine Blüte gibt und das ist, glaube ich, auch bei den meisten Stangenbohnen so der Fall.
Also, das ist es für heute. Das nächste Video gibt es dann irgendwann im Herbst zum Bohnenernten. Dann freue ich mich schon drauf und hoffe, es gibt dann etwas zu ernten. Also, bis dann.